Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit Fever. Wir sind im Old Central District angekommen und werden jetzt gleich mal schauen, was uns dort erwartet. So viele große Städte hier. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder irgendwas Kleines sehen. Ah ja, Schatz, wo ist dieser Mann nur? Du bist die Lieferantin, oder? Nein, bist du einfach nur eine Autogrammjägerin? Ach, nein, wer könntest du also sein? Larry Salzberg dreht einen neuen Füller? Meine Güte, was für ein Zufall. Ich musste erst kürzlich an ihn denken. Schatz, hast du das gehört? Wo ist der nur? Er war doch gerade noch hier. Also wenn es für Larry ist, sag ich sofort zu. Er möchte, dass ich im Film mitspiele, oder? Wir sollen eigentlich mit allen reden und dann quasi jemanden aussuchen. Jetzt haben wir nur mit ihr hier gesprochen und kennen die anderen gar nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nehmen wir sie einfach? Ach komm, du wirst es nicht bereuen. Ich werde mein Bestes geben. Gute Neuigkeiten und gerade an meinem Umzugstag. Ich sollte öfter umziehen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich meine, ich habe jetzt wirklich die nächstbeste genommen quasi. Oder den nächstbesten? Ich weiß nicht genau. Naja. Ich hoffe, Larry Salzberg, oder wie er hieß, wird zufrieden sein. Da oben ist noch jemand. Ich weiß halt auch nicht mehr, wo die anderen sein sollen. Ich hüte das Haus für meine bescheuerte Chefin. Als Assistentin hat man es echt nicht leicht. Ich weiß schon, ich sollte mich nicht beschweren. Ich darf in dieser Villa abhängen und ihr Klo benutzen. Die Klobrillen sind so warm. Ich könnte den ganzen Tag dort verbringen. Okay, warme Klobrillen, das klingt wirklich extrem cool. Jetzt bin ich schon so ein kleines bisschen neidisch tatsächlich. Was war denn da? Alu-Gopi, okay. Klingt gut. Man kann ich hier nicht einfach... Ach nee, kann ich nicht. Okay. Oh Gott. Komm ich? Ja. Ach, das ist ja voll cool hier. Kundschafterin. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wir haben es schon probiert. Der harte Kerl konnte sie nicht aufbrechen. Wer auch immer hier wohnt, hat sich gut abgesichert. Ist sicher steinreich. Was bedeutet, dass da was drin ist, was sich zu stehlen lohnt. Deshalb schließe ich meine Haustür nie ab. Dann wissen die Leute nämlich, dass es bei mir nichts zu holen gibt. Oh, intelligent. Was natürlich nicht stimmt, aber das ist nur mal ein Psychospiel. Du darfst gerne reinkommen, aber du betrittst eine Welt der Schmerzen. Ich habe die Regel nicht aufgestellt, Kundschafterin. So ist das Leben da draußen nun mal. Okay, die beiden sind echt cool. Man kann hier einfach reingehen. Aber okay, ich sag nichts. Ist vielleicht besser, dass die das nicht wissen. Du, was machst du da? Ich wusste nicht, dass der Zirkus in der Stadt ist. Du musst da runterkommen. Da darfst du nicht sein. Ich habe viel Geld ausgegeben, um hier zu wohnen. Ganz allein mit meinen Sachen. Wenn ich Akrobaten sehen wollen würde, würde ich dafür bezahlen. Hör auf, mich auszurauben, du Diebin. Okay, darf ich nur vielleicht auf ihr Dach? Ich rufe den Wachmann. Ich will nur aufs Dach. Nicht irgendwie aus dem Fenster? Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ich meine, wir sehen es, aber wie komme ich da hin? Übrigens, Tür offen, Jungs. Naja. Ach, kann ich eigentlich wieder die Bäume? Nee, die kann ich nicht. Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie von einem Fenster hier drüben rüber, ne? Oh, da. Guck mal. Okay, das haben wir noch nicht. Oh Gott. Das ist ein tiefer Fall. Hier in der Nähe gibt es ein Café. Ich kann dort nicht mehr hingehen. Ich schäme mich zu sehr, dort wieder aufzutauchen. Ich habe den Schlüssel zur Toilette gestohlen. Wenn ich gestohlen sage, meine ich gestohlen. Ich habe ihn absichtlich eingesteckt. Ich wollte nicht, dass der Mann neben mir die Toilette benutzt. Er hat viel zu laut geschmatzt und geschlürft. Ich muss mir wohl ein anderes Café suchen. Okay, interessant. Ich sehe Leuten immer direkt in die Augen. So weiß ich, ob sie ehrlich sind. Das ist das Geheimnis hinter meinem Erfolg. Den Leuten in die Augen sehen. Da blickt man direkt in ihre Seele, wenn man das mag. Weiß ich gar nicht, ob ich jedem in die Seele gucken will. Ich wohne in dem Gebäude dort. Es ist ziemlich schick, ne? Das könntest du sicher an meiner Frisur ablesen. Das ist kein Haarschnitt für ein paar Kröten. Dafür war ich in einem weltberühmten Haarsalon. Entschuldigung, nicht Saloon. Das war ziemlich teuer. Ich habe die ganze Welt bereist, um mir fantastische Frisuren schneiden zu lassen. Sie waren es alle wert. So sehr liebe ich nämlich mein geschätztes Haar, dass sie unter einer Kapuze trägt, sodass man es nicht sieht. Okay. Wissen die das eigentlich?
Bin mir aber gar nicht so sicher, ob die wissen, dass die hier so tot sind und so. Okay, da kommen wir nicht hin. Wir können diesen Sprung noch nicht. Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Ich bin so an dem Gebäude einfach links vorbeigerast. Ein bisschen die Augen hier. Ah, da. Okay, ich sehe schon. Leider draußen. Da ist noch eine Leiter. Gott, sind die Gebäude hier hoch. Okay, hier geht es dann sehr, sehr hoch hinaus. Ach du Scheiße. Oh, da steht jemand. Wo ist das Gebäude? Wenn man so reich ist, fällt es einem nicht schwer, Leute herumzukommandieren. Ich habe noch nicht mal einen Job und verhalte mich trotzdem wie ein Boss. Wenn mein Vater mich jetzt doch nur sehen könnte, der Typ, der mir alles vererbt hat natürlich, er wäre so stolz auf mich. Ja, immer das Beste. Reiche Bastarde, die ihr Geld nur durchs Erbe bekommen haben und selbst gar nichts geleistet haben. Das sind die besten Leute ever. Maisbrot. Mmh. Maisbrot. Oh, wie gerne ich mal Maisbrot essen würde. Ich glaube, ich habe noch nie eins gegessen. Ich sehe das immer in Filmen und so und denke jedes Mal, boah, geil. Das ist so irre. Sieh sie dir alle an da unten. Ameisen. Wir sind Riesen. Ich denke, wir sind besser als die. Also ich glaube, das hier wird nicht meine Lieblingsstadt. Die sind hier alle ganz schön... Naja, ihr seht ja selbst. Arrogantes Volk hier. Aber richtig. Was machst du hier? Bitte nicht springen. Ich kann mein Gesicht nicht spüren. Ich habe schon ewig nicht mehr geblinzelt. Wegen dieses sanften Windes. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich von hier runterkomme. Weniger reden, mehr bewegen. Okay, ich versuche... Obwohl, von da oben vielleicht sogar noch eher... Moment, ich versuche mal ganz, ganz hoch und dann gucken wir mal, ob wir ganz, ganz links auf das Gebäude kommen. Mal sehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Wer weiß, wo wir landen. Oh Gott. Ah, da sind wir zu weit sogar. Okay, wo war das Gebäude? Ach du Scheiße. Ich habe gerade... Ja! Oh Gott, da ist das. Wir haben es. Und wir kriegen Henry 8 Jahre. Was? Henry 8 Jahre. Haben wir gerade Kinderpornografie eingesteckt? Ein Porträt von Beverly, die strickend auf einem Stuhl sitzt. Ach, das gezeichnet von Henry, der 8 Jahre ist wahrscheinlich. Okay, okay. Entschuldigt. Ich, ja. Dachte schon, sonst was. Weizensamen, große Flasche. Oh, hier ist schon Ende. Okay. Hier noch ein Haus, wo wir reingehen könnten. Ja, da links auch. Ich sehe schon. Aber erstmal eins nach dem anderen, sonst weiß ich am Ende nicht mehr, wo wir schon waren. Hey! Dieser Ort hier ist der Gipfel des Luxus. Man kann bestellen, was man will. Ich kann sogar frische Milch für mein Bad verlangen. Ich bade derzeit 2-mal täglich. Naja, ist zu viel. Ah, meine Haut ist ganz zart. Wahrscheinlich eher nicht mehr zart. Ich glaube, 2-mal täglich baden, da ist die Haut einfach schon verschrumpelt wie sonst was. Ich meine, ich liebe Baden auch, aber... Ja, 2-mal ist dann irgendwie doch zu viel des Guten, glaube ich. Auch wenn ich auch am liebsten jeden Tag baden würde. Und neues Rezept. Ahornlachs. Aber hier waren wir schon drin. Nur bin ich nicht da nach rechts gelaufen. Okay, das war's hier. Ja, tolle Stadt. Hier will ich auf, hier würde ich auf jeden Fall leben wollen mit solchen Leuten. Nein, eher nicht. Wirklich nicht. Gut, wo geht's als nächstes hin? Oh, ich sehe, wir haben Post. Gucken wir auch gleich. Guck mal, hier ist ein schöner Schwarm, den wir, glaube ich, noch gar nicht kennen. Das war nicht, oder war das das Feuerwerksding? Ich glaube nicht, oder? Selbst wenn, wäre es, glaube ich, auch nicht schlecht, das nochmal mitzunehmen. Aber wir gehen mal hin. Wir gucken erst. Achso, ich muss... Ach, ich habe es vergessen. Entschuldigt. Ist ja jetzt anders. Man klickt da jetzt anders. So. Okay. So, wir haben Post. Lieferschmaus-Paket Nummer 2. Ah, nee, schon wieder falsch hier. Da oben. Medicine von Lieferschmaus. Eine neue Woche mit einer Köstlichkeit aus dem Ozean. Die perfekte Harmonie zwischen Geschmack und Aroma. Tauche tief in unsere Hummerbrötchen ein. Eine perfekte Kombination aus Mehl und Hummer. Bis demnächst, Feinschmecker. Cool. Klingt erstmal ganz gut. Oh, hier können wir Kartoffeln ernten. Stimmt, wir haben ja jetzt ganz viel neues Zeug. Ja, noch mehr Kartoffeln. Okay. Was anderes haben wir leider gerade nicht. Wir sollten irgendwann noch bei dem Händler vorbeifahren. Ich wollte hier nicht raus, ich wollte hier hin.
Oder halt Kisten unterwegs nochmal mitnehmen. Das würde auch gehen. Oder will jemand was von uns? Sind wir schon da? Ach, das sind doch die Sternschnuppen. Okay, machen wir nochmal. Ist okay. Können wir gerne nochmal machen. Hat Spaß gemacht. Sah sehr schön aus. Okay, ran an den Speck. Ja. Sie kommen aus allen Richtungen. Ja. Kriegen wir hin. Oh Gott. Muss man erstmal wieder... Ach, das ist doch was anderes, ne? Was? Was ist passiert? Ich krieg die nicht. Was soll ich tun? Jetzt so. Ach, das ist wirklich was anderes. Puls? Jetzt. Was ist... Huch. Oh, wie schön. Ist auch schön. Also wie mit dem Feuerwerk. Das war ja auch so unglaublich schön. Oh. Mist. Jetzt muss ich auch noch niesen. Deswegen stand ich kurz doof rum. Ich musste leider niesen. Okay. Ah, nein. Hat mich ausgetrickst. Was? Pulsar erst. Das ist das, was die wollten, was wir holen. Das sind die Pulsarstrahlen hier. Okay, ich krieg's. Ich krieg's. Nein. Zu schnell. Verdammt. Oh Gott, ich bin gar nicht so schnell wie die. Die sind viel zu schnell. Nein. Verdammt. Du musst zufällig einfach richtig stehen in dem Moment. Okay, ich hätte einfach stehen bleiben sollen, verdammt. Ah, guck mal, da. Da haben wir es sogar gesehen. Da auch. Na komm, nein! Das ist doch voll gemein. Ja, die haben wir jetzt zufällig sogar eher mitgenommen. Nein! Oh, ich wusste es nicht. Aha. Na komm. Ja. Also wir werden schon vorher ein bisschen vorgewarnt durch die Löcher, die sich da auftun. Okay, ein bisschen was haben wir bekommen. Nicht unendlich viel, aber ein bisschen. Immerhin. Und irgendwie war das schon ziemlich cool. Warte, wir müssen jetzt erstmal mit denen reden. Weil wir ihre Aufgabe für uns geschafft haben. Oh Gott, wo sind die denn? Was macht ihr denn da oben? Wie aufregend. Hast du das gesehen, Mickey? Du hast da draußen richtig reingehauen. Hm, weißt du was? Er hat endlich einen guten Spitznamen für dich gefunden. Du wirst also befördert. Von Kleine zu Kundschafterin. Wurden wir zwar schon genannt, aber okay. Gefällt dir das? Na klar doch. Wer mag Kundschafterin denn nicht? Niemand, genau. Das heißt aber nicht, dass du jetzt faulenden kannst. In der Hierarchie des Lebens stehst du immer noch unter uns. Und jetzt die Leine. Wir haben Dinge zu erledigen. Okay. Rhythmus der Nacht erfüllt. Das war schön. Ganz ehrlich, die Dinger hier machen echt Spaß. Das ist viel schöner als Quallen fangen, finde ich. Okay, wir hätten hier einen Händler. Da könnten wir mal kurz auf dem Weg vorbeifahren. Und hier ist schon wieder ein neuer Drache. Silberdrachen erst. Hier ist Feuerwerk. Da waren wir ja schon. Ich würde mal sagen, wir fahren mal eben so hier. Und dann gucken wir erstmal. Dann wird sich ja wieder ein bisschen was auftun. Aber ich würde gerne mal am Händler vorbei. Huch, sind die Schafe jetzt weggegangen, während die geschlafen haben? Nur damit ich hier was sehe. Kann das sein? Sehr cool, wir haben Zuckerrohr jetzt auch. Ich mach mal nochmal Baumwolle. Tee können wir auch nochmal machen. Ich glaube, Tee und Kaffee konnte man ganz gut verkaufen, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, dann machen wir noch Weizen. Den haben wir auch noch nicht so oft. So, wir müssen leider schlafen gehen. Sonst fährt das Schiffchen hier nicht weiter. Ja. Oh, da oben sehe ich auch gerade. Die Bäume sind auch fertig. Das ist voll doof, ne? Seit Alice nicht mehr da ist, ist auch ein bisschen schade, dass die für uns nicht die Sachen pflückt und uns kein Essen mehr gibt. Das war natürlich sehr bequem, dass Alice uns immer noch Essen gebracht hat und dann auch so Gutes. Das ist ein bisschen schade. Naja, wir müssen leider ohne Alice klarkommen. So, es gibt Birnen. Ich will noch so einen Garten. Ich möchte. Achso, wir haben ja da oben noch einen Garten. Hä? Sorry. Ja, ich hier noch einen Garten. Hm. Denn ich würde gerne natürlich noch die anderen Sachen hier pflanzen. Apfel und Maulbeersamen. So, dann haben wir jetzt nämlich alle Bäumchen. Wir können noch mehr machen, aber es ist eigentlich gar nicht so nötig. Also, ich will jetzt nicht nur noch so eine Obstgärten überstehen haben. Wir sind da, glaube ich, ne? Moment, jetzt müssen wir uns beeilen, sonst ist der nämlich weg. Da. Hi. Erstmal gucken wir wegen den Besorgungen. Haben wir nicht. Kopfsalat brauchen wir da.
Das können wir abgeben. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Das auch. Da kriegen wir nämlich ziemlich viel Kohle. Okay, den Leinsamen, den einen habe ich jetzt leider nicht. Verkaufen. Ja, das können wir dem hier ruhig geben. Mehr nicht. Und dann gucken wir mal, was hast du denn dabei? Das sind immer nur die seltsamen Samen. Ja, ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Da ist eigentlich immer nur Schrott drin. Muss jetzt nicht sein. Also ich weiß nicht, ob wir da quasi wieder mit dem Inhalt auf 500 kommen. Weiß ich nicht. Eine Post? Ein Brief von Albert. Mensch, was will der denn? Nee? Stella, ich hatte das Vergnügen, deinen Onkel Atul kennenzulernen. Was für ein Kerl. Er hat mir ein paar Tipps für die Werft gegeben. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Meine Jungs haben das hier in unseren Docks gefunden. Vielleicht gibt es dort etwas Nützliches. Und richte deinem Onkel Grüße von mir aus. Albert, dein Adir Schussbar. Hä, was haben sie denn gefunden? Ich habe jetzt leider nicht hier geguckt, was gefunden wurde. Bisschen doof. Na gut. Ach, die Schatzkarte. Ah, ich verstehe. Die Schatzkarte kam da raus. Wartet mal, ich habe gerade gesehen. Mit einer Flasche mit Glimms. So. Und wir sind da, die Kisten. Wo sind sie denn? Und gleich, der hat bestimmt Hunger. Okay, Schiefer. Hier bitte ein paar nützliche Samen hier schon. Maulbeere wieder. Weizen, okay. Kartoffeln. Na gut. Wir können ruhig mal ein paar von den Muscheln abmachen. Austern. Oh, cool. So, hast du Hunger? Ja. Gegartes Obst. Gut. Bitteschön. So, wir werden gleich mal weiterfahren und dann werden wir aber mal gucken, ob noch jemand Hunger hat. So, das hat sich ja schon so ein bisschen gelohnt, denke ich. Hier können wir auch noch vorbeifahren und dann könnten wir quasi so einen Schwenker nach dort... Ich mache erstmal, glaube ich, nur das eine. Ich finde das immer ein bisschen umständlich, wenn der direkt weiterfährt. So. Erstmal zum Drachen. So, hat irgendjemand hier Hunger? Oh ja. Oh, ich will hier raus. Und du bestimmt auch. Oh. Ja, Weizen. Obwohl wir das Weizen eigentlich lieber anders anlegen sollten. Habe ich hier jetzt schon ein bisschen Weizen raus? Oder war das jetzt noch Reis? Oh, Reis. Okay. Ich guck mal eben. Oh, das ist noch drin. Okay, dann warte. So, wir machen noch ein bisschen Weizen. So, da ist noch einer. Der hat bestimmt auch... Ne? Oh, ein Schäfchen ist fertig. Lustige Geschichte. Ich habe gerade ein schreckliches Geräusch gehört. Ich dachte schon, oh nein, der Schissmörder fliegt gleich in die Luft. Aber nee, dieses ohrenbetäubende gewaltige Getöse kam von meinem Magen. Komm schon, Erdnüsschen, ich bin am Verhungern. Okay. Oh Gott, der ist ja so wählerisch. Fischcurry? Nö, keine Kohlenhydrate. Okay, war Reis mit bei. Fruchtbonbons will er bestimmt auch nicht. Weiß nicht, Auflauf. Ja, schwierig bei ihm. Tee? Nein. Hatte er schon. Gegrilltes Hühnchen. Ha, danke, Bambina. Gut, das war's. Nein, du bist nicht lustig. Entschuldigung, ich mag ihn immer noch nicht. Er hat bisher noch nichts getan, was mich von ihm überzeugt hätte. So, wir sind beim Drachen. Halt, wer redet jetzt mit uns? Diesmal... Huch. Ja, sie ist ja nicht da. Ach so, jetzt mache ich das so. Okay. Dann mal hin. Boah, gruselig. Irgendwie schön, aber gruselig. Oh. Verdammt. Hilfe. Ich komme da jetzt irgendwie nicht hoch. Moment. Ich muss erstmal wieder irgendwie aufs Schiff gelangen. Oha. Okay, hat geklappt. Ich weiß nicht, wohin. Wohin? Wohin? Hier ist nichts. Ah, Mist. Genau daneben. Okay, hier. Kann ich. Okay.
Nein! Ah, ich dachte, okay, ich dachte, der würde einfach nur hochgehen. Dann müssen wir da gleich springen. Ich verstehe. Ja, genau so. Okay. Gut, das kriegen wir hin. Ach, das war einfach. Okay, gut. Okay, das macht irgendwie schon Spaß hier. Das hier mal ein bisschen herausfordernder als sonst. Ich denke, das war's jetzt, oder? Deswegen sind wir jetzt so nah wieder am Schiff. Ja, das war's. Wir haben ihn quasi befreit. Genau. Geht es dir jetzt besser? Ja. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Okay, das war auch schön. Ah, ich mag das. Das hat diesmal wieder Spaß. Also die anderen Drachen fand ich jetzt irgendwie nicht mehr so cool, aber das hier hat Spaß gemacht. Das war sehr herausfordernd tatsächlich. Also zumindest ein bisschen herausfordernd, weil man mal gucken musste, wohin und andere Dinge waren, wie mit dem Luftwirbel dann. Das war schön. So, ich habe immer noch nur Kartoffeln, ne? Schade. Wir müssen dann auch gleich leider schon die Folge tatsächlich beenden. Also das Ausrufezeichen werde ich hier vielleicht noch klären. Oh, nein. Nein, ich würde die schon noch gerne gießen. So. Okay, was wollen die wieder von uns? Mickey und Co. Sorry. Kundschafterin. Komm mit uns. Was? Wohin? Okay. Kann ich hier so lange füttern? Ein Tee? Die mag nichts Süßes, okay. Dann ein schöner Getreidesalat. Sehr gut. Die war aber noch gar nicht so sehr am Verhungern. Wo sind die denn jetzt hin? Gut. Mickey? Wo? Die sind irgendwo hier hoch, ne? Ich weiß aber nicht, wohin. Sind die bei mir vorne? Oh, die sind bei mir vorne. Okay. Also gut. Pass auf. Was siehst du hier? Nichts? Da ist nichts auf diesem Schiff. Das nervt Mickey. Du musst den Kahn aufmöbeln, verstehst du? Lass uns etwas bauen, das diesem Schiff einen echten Stempel aufdrückt. Was meinst du? Gute Idee, Mickey. Du brauchst einen Zerkleinerer. Du musst ein paar Steine zerbröseln. Ja, mach dir keine Sorgen. Selbst ein Einfallspinsel wie du kann das. Los. Worauf wartest du denn? Okay. Ein was? Ich guck mal kurz, was das sein soll. Zerkleinerer. Eschenbrett zinkbaren pulsarbaren. Okay, gut. Wir müssen dann erstmal ein paar Sachen holen noch und herstellen. Aber gut, kriegen wir sicher irgendwie hin. Also dann Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Bye.